Seine Fotos erinnern an eine Mischung aus Tagebuch, Gesellschaftsporträt und fotografischem Roadmovie. Tausende Kilometer war der in der Schweiz geborene Robert Frank durch die USA gereist. Dabei machte er unzählige Aufnahmen, die vor allem mit dem Buch The Americans die Nachkriegsfotografie nachhaltig verändern sollten. Am 9. November ist der Fotograf im Alter von 94 Jahren in seinem Wohnort in Kanada verstorben. Die CU Berlin präsentiert nun Kontaktbögen, Erstausgaben und Vintage-Prints aus dem Frühwerk des Fotografen. Die Kuratorin Katrin Schöneck. Eindrücklichsten ist mir ein Bild in Erinnerung geblieben, was tatsächlich aus The Americans ist, weil ich finde, daran kann man sehr gut ablesen, wie sich die Zeiten auch geändert haben und wie Franks Werk eben genau in diesem Kontext nur entstehen konnte, in dem es entstanden ist. Und das Bild, das ich meine, ist, zeigt eine Szene in einem Park in San Francisco mit einem schwarzen Paar. Es geht ja viel um Rassen- und Klassenunterschiede in seinem Buch, die sich empört zu ihm umdrehen, weil sie eben merken, dass sie fotografiert werden. Und allein das ist irgendwie, glaube ich, eine Situation, die wir in unserer heutigen Zeit nicht mehr erleben würden, weil ja jeder mit Handykameras rumläuft und wir alle am laufenden Band fotografieren. Und das heißt, irgendwie dieses Schockmoment, man wird irgendwie wirklich abgelichtet, gibt es so, glaube ich, nicht mehr. Die Ausstellung Robert Frank – Unseen entstand in Zusammenarbeit mit der Fotostiftung Schweiz Winterthur. Der Kurator Martin Gasser. Die Spontaneität, die er entwickelt hat, also das Zufällige, nicht das, was gesucht, eben nicht das Suchen, sondern das Finden und sich selbst in dieser Welt zu sehen. Und ich glaube, das ist das ganz Neue. Das hat einerseits zu Inhalten geführt, die die Amerikaner ziemlich provoziert haben. Das ist das eine, das ist eine völlig unkonventionelle, neue Sicht auf ein Land oder auf Menschen, sagen wir es mal so. Und auf der anderen Seite hat es die technischen Neuerungen, dass er die Kamera viel freier benutzt als alle anderen Fotografen vorher. Die Aufnahmen aus Franks Schweizer Zeit, seine Reisen durch Europa und Südamerika sowie unveröffentlichte Aufnahmen aus den USA der 1950er Jahre neben berühmten Klassikern aus The Americans sind noch bis zum 30. November im Amerika-Haus Berlin zu sehen.